Herr Fischer, ich hätte noch mal eine Frage an Sie. Sie haben eben erklärt, wie Sie als Individuum auch energiepolitisch handeln können, indem Sie sich für den einen oder anderen Anbieter entscheiden. Was würden Sie hier umweltbewussten Stromkonsumentinnen und Konsumenten bezüglich Verhalten empfehlen? Da gibt es jede Menge, aber am besten nehme ich an, dass die Regeln, aber die Hinweise, die die EWL ihren Verbrauchern gibt, wie sie Strom sparen können. In der Regel ist das so, dass es heute, früher war das ja noch rein auf Mengenexpansion ausgerichtetes Geschäft, aber das hat sich ja Gott sei Dank geändert. Ich nehme an, das gilt für die Schweiz genauso wie in Deutschland, wo es also zunehmend auch Energieberatung gibt. Wir waren sehr erfolgreich bei vor allem beim Altbausanierungsprogramm. Da handelt es sich um richtig große Mengen, aber ansonsten gibt es jede Menge. Also ich meine, wenn wir es schaffen würden, wenn die Kommission es schaffen würde, dass etwa alle Elektrogerätehersteller diesen Unfug, der ist Standby, schlicht einfach so eine gesetzliche europäische Regelung beendet werden könnte, wäre das schon mal sehr viel.